Grüße aus dem Wald. Mein Name ist Alvo und heute soll es um mein Victorinox-Messer gehen. Und zwar das Victorinox Super Tinker. Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Schön, dass du mit dabei bist. Das Victorinox Super Tinker gehört zu den, ja, ich würde es nennen, Alltags-Victorinox, die man wirklich überall hin mitnehmen kann. Aufgrund ihrer wirklich kleinen Größe passen sie dann in jede Hosentasche. Das mag bei einem Victorinox Rangerwood zum Beispiel manchmal auch anders sein. Also sehr kleine praktische Helfer im Alltag und meistens auch in einem guten Budgetbereich, also für relativ gutes Geld zu bekommen und mit sehr langer Lebensdauer, denn Victorinox hat eine gute Qualität. Die genauen Daten des Victorinox Super Tinker schauen wir uns jetzt einmal kurz an. Das Victorinox Super Tinker bekommt ihr für ungefähr 27,50 €. Vielleicht mal eine Aktion ja auch günstiger oder schaut doch einfach mal bei eBay Kleinanzeigen. Manchmal werden da auch kleine Victorinox angeboten und wie ich bereits gesagt habe, mit Victorinox Messern ist es so wie mit Lego. Die kann man ohne Bedenken Gebrauch kaufen. Die halten ewig. Das Victorinox Super Tinker ist knapp 9,1 cm lang, wiegt dabei 84 Gramm, ist also wirklich ein Leichtgewicht, hat ein Schalenmaterial aus ABS und eine Höhe, damit meinen Sie wahrscheinlich das hier sozusagen rauf und runter, ist 1,7 cm. Bei dem Victorinox Super Tinker werden 14 Funktionen angegeben. Der Kapselheber, der Dosenöffner, ein Ring, große Klinge, Mehrzweckhaken, Phillips Schraubendreher, halbgroß, Stechahle, Bohr- und Nähahle, Schere, Schraubendreher 3 mm, Schraubendreher 6 mm, kleine Klinge, Zahnstocher, Pinzette und Drahtabisolierer. Das werden wir uns natürlich gleich nochmal im Detail genau angucken. Auf manche der Funktionen brauche ich natürlich nicht eingehen, da sie ja selbstverständlich sind. Ein Korkenzieher funktioniert so ziemlich immer gleich an einem Victorinox. Wenn dich natürlich weitere Informationen und der aktuelle Preis interessieren von diesem Messer, schau doch mal einfach unten in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Amazon-Affiliate-Link von mir. Da kannst du was über Amazon bestellen, wenn du vorher auf den Link geklickt hast. Und ich bekomme Provision, ohne dass du was extra bezahlen musst. Super also, wenn man sowieso bei Amazon bestellen möchte. Ansonsten schaut zum Beispiel gerne mal bei eBay Kleinanzeigen rein, wie schon erwähnt. Das Herzstück eines jeden Victorinox ist natürlich seine Hauptklinge. Die Hauptklinge ist hier relativ klein. Wir haben ungefähr eine Länge von etwas über 6 cm. Sie ist aber in typischer Victorinox-Qualität aus Stainless Steel mit einem Flachschliff und schneidet und schnitzt ganz ordentlich. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren und ich muss auch sagen, ich habe diese Klinge sehr lange noch nicht nachgeschärft und sie tut immer wieder ihre Sache. Ich bin immer wieder begeistert, wie gut Victorinox im Endeffekt als Gesamtpaket natürlich ist. Die kleine finde ich sehr schön, ist ergänzend. Man hat viel mehr Kontrolle, wenn so eine ganz kleine Klinge, kann man sehr fein im Gegensatz zu einer großen Klinge natürlich schnitzen. Und mir gefällt es dann, dass die einfach direkt nebeneinander liegen und man sie so sehr gut nacheinander benutzen kann. Dann haben wir die Schere und ich muss sagen, wenngleich die Klingenqualität bei normalen Konkurrenten, ich habe mehrere Victorinox-artige Konkurrenzprodukte, meistens annehmbar ist, so ist doch das, was unter anderem Victorinox auszeichnet, seine durchaus guten und vor allen Dingen auch langlebigen Scheren. Das liegt auch hier an diesem kleinen Federmechanismus, der besser gestaltet ist als bei anderen Herstellern. Außerdem ist die Schärfe deutlich über dem Durchschnitt. Dennoch werde ich meine demnächst mal nachschärfen müssen, denn ich habe sie für Western-Gitarrensaiten benutzt. Die sind mit Metall natürlich beschichtet, bestehen zu einem Teil komplett nur aus Metall. Das ist nicht so das Hauptanwendungsgebiet von so einer Schere. Deshalb, wenn ihr etwas schneidet, vielleicht etwas, was eher für eine Schere gedacht ist. Dann komplementierend und meistens auch sehr nützlich, Dosenöffner. Ne? Hier oben nochmal ein kleiner Schlitzschraubenzieher, den ich durchaus auch schon einige Male benutzt habe. Und mit einem Dosenöffner von Victorinox kriegt man Dosen auf. Es ist natürlich immer ein bisschen Erfahrungssache, das heißt, man muss das ein bisschen üben, wie man ansetzt und so weiter. Natürlich ist es nicht so angenehm wie mit so einem typischen Dosenöffner, wo man einfach reinhaut und dann nur noch dreht sozusagen und dann geht er auf. Aber es ist absolut machbar und man ist glücklich, wenn man einen Victorinox dabei hat mit so einem Dosenöffner, wenn man auf einem kleinen Campingausflug ist oder sonst irgendwas, Festival und man will mal eine Dose Ravioli aufmachen. Auf der anderen Seite, Kapselheber. Die meisten von uns werden es als Bieröffner kennen. Funktioniert. Und hier großer Schlitzschraubenzieher.
für noch größere Schrauben. Benutze ich seltener als den kleinen hier drüben, muss ich sagen. Und den Kapselheber bzw. Flachkorkenheber ist natürlich eine sehr praktikable Sache. Auch wenn wir natürlich alle viele Wege kennen, unser Bier zu öffnen. Dann haben wir auf der Rückseite den klassischen Korkenzieher. Da streiten sich ein bisschen die Gemüter, was man lieber haben möchte. Ob man vielleicht lieber den Kreuzschrittschraubenzieher haben möchte, um damit arbeiten zu können, oder den Korkenzieher. Ich bin immer für den Korkenzieher. Es gibt natürlich auch eine Tinker-Variante, wo ihr mit einem Kreuzschrittschraubenzieher daherkommt. Kleine Nettigkeit, kennen die wenigsten, was man genau damit machen muss, ist die Tragehilfe. Das ist tatsächlich einfach ein Haken, mit dem man schwere Sachen tragen kann, sozusagen, die sehr dünnes Material haben. Wenn ihr euch zum Beispiel manchmal so sehr die Aldi-Tüten vorladet, dann merkt ihr ja, die schneiden in die Hände. Und dafür ist das hier gedacht. Das heißt, ihr hängt einfach, was zum Beispiel dünn ist, hier ran und könnt das damit hoch und runter heben und habt hier einen viel größeren Griff. Nette Kleinigkeit, benutze ich sehr selten, muss ich sagen. Aber es ist witzig, dass sie da ist und man kann damit bestimmt viele tolle Dinge machen. Die klassische Näh- und Bohrahle ist natürlich auch dabei. Dann haben wir hier einen kleinen Ring, falls man irgendwie ein Lanyard daran befestigen möchte, etc., damit es nicht verloren geht. Oder manche machen sich es ja auch an einen großen Schlüsselbund, an einen Hausmeister-Schlüsselbund, an einen Handwerker, deshalb ja auch Super-Tinker-Schlüsselbund. Dann kommen wir zu zwei Sachen. Durchaus praktisch eine Sache, die andere Sache so meh. Was durchaus praktisch ist, ist die Pinzette. Ja, wenn man mal einen kleinen Splitter sich irgendwo eingefangen hat und man denkt sich, oh Gott, jetzt muss ich, bis ich zu Hause bin, damit irgendwie rumlatschen und bin die ganze Zeit genervt, weil ich wahrscheinlich ständig gegen das Ding gehen komme. Nein, mit der kleinen Pinzette hier kriegt man das alles schön raus. Wunderbar. Auf der anderen Seite ist ein Zahnstocher weniger praktikabel, aber durchaus auch manchmal von mir benutzt worden. Ne? Also er funktioniert ganz gut, das Plastikmaterial, damit es natürlich nicht so die Zähne kaputt macht. Könnte es ja auch aus Metall machen, aber das wäre natürlich bescheuert. Und interessanterweise gibt es hierzu einen Auffüller, nicht als Zahnstocher, sondern andere Sachen. Zum Beispiel einen kleinen Feuerstahl. Das Problem ist, stand vor ein paar Wochen oder so, hatte ich geguckt, da gab es das nicht in Deutschland verfügbar. Das ist nämlich keine deutsche Erfindung, sondern eine amerikanische, dieses Auffüllprodukt. Ich glaube, es heißt Firefly. Ich packe euch das unten in die Videobeschreibung rein. Vielleicht findet man es ja trotzdem über Amazon in Deutschland irgendwie. Und so ein Feuerstahl dabei haben, kann natürlich durchaus praktisch sein. Man kann auch andere Sachen reintun. Also es gibt auch zum Auffüllen Kugelschreiber etc. Also was man zum Beispiel lieber hat, da kann man sich richtig seinen Victorinox modifizieren, möchte ich ein bisschen sagen. Also es sind durchaus interessante Optionen dabei. Und ja, mehr braucht man eigentlich nicht im Leben, was so Klingen angeht. Das hier und ein Beil, vielleicht noch eine Klappsäge. Damit kriegt man eigentlich alles hin, was man so braucht. Hiermit kann man alles schnitzen und kleinere Handarbeiten machen. Mit dem Beil macht man die größeren, ja, Spaltarbeiten und mit der Säge sägt man sie alles zurecht. Wunderbar. Die drei Werkzeuge zusammen. Damit kann man alles machen, was man so im Bushcraft, im Campingbereich etc. braucht. Ich bin immer wieder ein Fan von Victorinox. Aber natürlich auch manchmal von Konkurrenzprodukten, denn es gibt für einen Bruchteil des Geldes nicht die gleiche Qualität, aber zumindest eine ausreichende Qualität, falls man selber nicht zu viel bezahlen möchte. Oder man ein zweit kleines Victorinox haben möchte, das man vielleicht irgendwo hinpackt, wo es nicht so sehr schmerzt, wenn es mal verloren oder kaputt geht. Je nachdem, wie er das am liebsten möchte. Da findet ihr natürlich auch weitere Videos zu auf meinem Kanal. Übrigens auch zu meinem allerliebsten Victorinox, das Victorinox Rangerwood. Ein sehr geiles Messer. Schaut da gerne mal vorbei bei dem Video. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Lass mir doch gerne einen Kommentar da, welches denn von den ganzen vielen Victorinox-Messern dein liebstes ist und was du so für Erfahrungen damit hast. Stimmst du mir zu, dass man eigentlich nicht mehr als ein Victorinox braucht? Oder bist du mehr der Rambo-Messer-Typ? Ich sag da mal bis zu den nächsten Videos. Und tschüss, tschüss.